Gesund im Harz, das Ratgebermagazin bei RFH aktuell. Thema diesmal Rückblick 2014. Auf Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung wurden Anfang 2014 bundesweit insgesamt 22 Beratungsstellen für Senioren eröffnet. Sie dienen als Anlaufstellen für ältere Menschen und bieten Hilfe bei verschiedenen Alltagsproblemen. Ziel ist es, die Lebensqualität auch im hohen Alter möglichst uneingeschränkt zu bewahren. Auch in Halberstadt gibt es eine solche Anlaufstelle. Seit März 2014 empfängt hier Uwe Witzak, der Leiter des Beratungszentrums, viele Interessierte aus dem gesamten Harzkreis. Neben der Vorstellung und Aufklärung von verschiedenen Dienstleistungen und technischen Hilfsmitteln steht aber gerade eine bessere Vernetzung der unterschiedlichen Gruppen im Mittelpunkt. Die prinzipielle Aufgabe der Beratungsstellen in Deutschland und natürlich auch für uns hier in Halberstadt besteht darin, dass wir keine völlig neuen Strukturen schaffen. Unsere Aufgabe ist es vielmehr, die bestehenden Gruppen und Strukturen zu nutzen, um sich neuen Themen bzw. gesellschaftsrelevanten Themen gerade im Gesundheits- und Gesellschaftsbereich zuzuwenden und hier die Bündelung der Kräfte vorzunehmen. Ich habe das erste halbe Jahr sehr intensiv verwendet, mir genau anzuschauen, wie sind die Strukturen hier aufgebaut und wie bekomme ich eine Vernetzung hin. Hermann Rosenfeld ist Bewohner im Seniorenzentrum Nord in Halberstadt. Er wünscht sich von der Beratungsstelle verschiedene Impulse für sein alltägliches Leben und das Leben im Heimverbund. Ja, das Leben ist relativ angenehm, wenn Sie gesund sind. Aber das sind Sie ja nicht. Und Probleme sind für mich persönlich eigentlich keine. Die Probleme liegen im Umfeld des gesamten Verbandes, des Heimes, der Heime, der Altenbetreuung. Und da ist in erster Linie die Personalbeschaffung ein Problem. Wie kann denn die Beratungsstelle hier dann weiterhelfen? Haben Sie da besondere Ideen? Oh ja, da hätte ich schon viele Ideen. Austausch von Erfahrungen, Betreuung von nicht mit starkem Handicap ausgestattete Senioren, die zu unterhalten, in Anführungsstriche, mit Problemen und sie nah am täglichen Leben zu halten. Ziel der Beratungsstelle ist es, die Lebensqualität dauerhaft zu steigern. Darum stehen Themen wie selbstbestimmtes Wohnen zu Hause oder technische Alltagshilfen im Mittelpunkt. Um einmal zu zeigen, was es alles für verschiedene Möglichkeiten gibt, die eigene Wohnung so zu gestalten, dass ein selbstbestimmtes Leben auch noch im hohen Alter möglich ist, besucht Uwe Witzak eine extra für Senioren umgebaute Musterwohnung der Wernigeröder Wohnungsgenossenschaft. Wir haben zuerst einmal ein barrierefreies Bad, als zweites eine unterfahrbare, mit Rollstuhl unterfahrbare Küche. Dann haben wir verbreiterte Türen eingebaut, aus der Wohnung wurden sämtliche Schwellen entfernt und auf dem Balkon haben wir eine Erhöhung aufgebaut und auch eine Rampe, die einem Rollstuhlfahrer oder Rollatorfahrer die Benutzung des Balkons erleichtert. Barrierefreiheit in allen Räumen. Gerade das Badezimmer ist sehr funktionell ausgestattet und der vorhandene Platz wurde optimal ausgenutzt. Wir haben hier ein barrierefreies Bad mit einer bodengleichen Dusche, mit rutschhemmenden Fliesen, sodass ein sicheres Baden, Duschen in diesem Raum hier möglich ist. Und wir haben noch, wenn wir nicht duschen, Platzgewinn in dem kleinen Bad. An und für sich versuchen wir über eine Wohnberatung den konkreten Bedarf des Mieters festzustellen. Wir können versuchen, in seiner vorhandenen Wohnung Umbauten zu machen. Manchmal wohnen die Mieter aber auch mit 70 Jahren in der fünften Etage und dann empfehlen wir doch, eine neue Wohnung in einer ersten oder zweiten Etage für ihn umzubauen. Neben der räumlichen Ausstattung sind in der Musterwohnung auch viele praktische Alltagshelfer zu finden. Wie zum Beispiel dieser Stöpsel, der das Überlaufen aus dem Waschbecken verhindert und bei heißem Wasser sogar seine Farbe verändert. Oder dieses Bügeleisen, das mit einer Liftsicherheitsfunktion ausgerüstet ist.
Die angebrachten Abstandhalter fahren automatisch beim Loslassen des Gerätes aus. Außerdem können Gardinenstangen ähnlich wie bei Rollos oder Jalousien ganz bequem per Hand runterfahren. So fällt das lästige Auf- und Absteigen von der Leiter weg. Installierte Lampen und Bewegungsmelder sorgen zusätzlich für ausreichend Licht in jedem Raum. Ich bin begeistert von der Musterwohnung. Schön, dass wir solch ein praktisches Beispiel in der Harzregion haben. De facto haben wir hier das Leben von morgen, wenn nicht sogar schon von heute, weil die Wohnung zwei Dinge hervorragend verkörpert. Einmal das einfache, barrierearme Umgestalten und zum anderen auch der Einsatz technischer Möglichkeiten, um das Leben so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu gestalten. Zu einer altersgerechten Küche gehört neben der unterfahrbaren Zeile natürlich auch das entsprechende Zubehör wie Geschirr und Besteck. Auch zu diesem Thema präsentiert das Beratungszentrum Halberstadt im Rahmen der Veranstaltungsreihe im Dialog einen interessanten Vortrag über die Tischkultur für Menschen mit Handicap. Sauber und ordentlich essen ist für viele Menschen eine Selbstverständlichkeit. Doch was ist, wenn das normale Tischgedeck nicht mehr ausreicht? Sei es durch Bewegungseinschränkungen, zittrige Hände oder Schluckbeschwerden. Wenn selbstständiges Essen und Trinken zum Problem wird, sind innovative Lösungen gefragt, die je nach Beeinträchtigung gezielte Unterstützung geben und den Alltag wieder erleichtern. Sogenannte Ess- und Trinkhilfen. Wir bezeichnen das ganz gerne als Familien- oder Funktionsgeschirre, weil diese Geschirre halt den Menschen ja von Geburt an wirklich bis zum Lebensende begleiten sollen. Und so ein Leben verläuft zwar nicht immer ganz glatt, sondern es kann halt auch die ein oder andere Höhe oder Tiefe mal dazukommen, sei es halt eine Erkrankung, das Alter oder auch ja, ein banaler Unfall. Mit der richtigen Ausstattung kann die Lebensqualität enorm gesteigert werden. Dies zeigt Gundula Oltmanns anhand verschiedener Produkte wie Tellern, Schalen, Essbrettchen, Bechern und vielen mehr. Wer jetzt gleich an den ausgrenzenden Schnabeltassen-Look denkt, der irrt sich, denn die speziellen Artikel kommen in einem modernen Design. Frische und kräftige Farben sorgen für viele Kontraste auf dem Esstisch und können so besser wahrgenommen werden. In der Funktionalität unterscheiden sich diese Alltagshelfer deutlich vom normalen Besteck und sie gewährleisten ein weiterhin selbstständiges Ess- und Trinkverhalten, auch im hohen Alter. Dadurch, dass unsere Gesellschaft halt immer mehr altert, werden wir es natürlich auch in der Zukunft ja mit immer mehr altersbedingten Erkrankungen zu tun haben. Heute Nachmittag saß hier auch eine Dame, die begleitet wurde von ihrem Ehemann, erkrankt an einer Demenz. Und gerade diese ja, Alzheimer-Demenzen oder demenzielle Veränderungen im Allgemeinen sind ganz klar Erkrankungen, die halt im Alter häufiger auftreten und genau auch da können wir ansetzen mit Ess- und Trinkhilfen, um halt die Selbstständigkeit, die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die halt aber auch während der Krankheit noch vorhanden sind, so lange wie möglich zu halten, dass ich halt lange möglichst selbstständig alleine essen und trinken kann. Ich konnte mir so recht nichts darunter vorstellen, muss ich sagen. Ich fand es aber spannend, einfach die Thematik mal aufzugreifen. Und ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt von dem, was uns hier vorgetragen wurde. Das ist natürlich das Entscheidende, dass man mit den Betroffenen an sich eng zusammenarbeitet. Denn nur sie selber können wissen, was für sie wichtig und gut ist. Diese Veranstaltung heute in diesem Straub-Museum fand ich sehr, sehr schön. Man hat gelernt, was man, wenn man wirklich einmal sehr schwer krank ist, was es für schöne Hilfen im Alltag gibt. Es war wirklich sehr interessant, vor allem das, was es alles so für Geschirr gibt, für Menschen, die behindert sind oder auch an Parkinson, Schlaganfällen und verschiedenen Krankheiten leiden. Es ist sehr interessant gewesen. Ich habe mich auch sehr gefreut über die Einladung von Herrn Witzak von dem Beratungszentrum Besser Leben im Alter, weil es ist so wichtig, dass man über solche Institutionen, über solche Fördervereine die Menschen informiert und es muss noch sehr viel mehr auf diesem Gebiet gemacht werden. Wichtig ist es auch, dass Vereine, Verbände mit solchen Beratungsstellen ganz eng zusammenarbeiten, um den betroffenen Menschen letztendlich diese Informationen geben zu können.
Mit dem Familien- und Funktionsgeschirr aus dem Sortiment von Ornamin können Sie lange selbstständig essen oder trinken und sind nicht auf Hilfe angewiesen. Neben den technischen Hilfsmitteln und praktischen Alltagshelfern vermittelt das Beratungszentrum gemeinsam mit verschiedenen Partnerfirmen auch Wissen über die Gesundheit und Fitness im fortgeschrittenen Alter. Im Gesundheitscenter Steinke steht dabei beispielsweise der gesamte Bewegungsapparat des menschlichen Körpers im Mittelpunkt. Im Alter treten häufig Bewegungsschmerzen auf und jeder hat schon mal vom Rosten des eigenen Körpers gehört. Doch was ist damit genau gemeint? Stellen Sie sich einfach eine Autoinspektion vor. Nur Sie sind dabei das Auto und Ihr eigenes Fahrgestell wird überprüft. Das Gesundheitscenter Steinke wird dabei zur Werkstatt. Um die Leistungsfähigkeit der Gelenke und Muskulatur auch im hohen Alter zu steigern oder um die eigene Haltung zu verbessern, bietet Steinke verschiedene Lauf- und Bewegungsanalysen an. Bei der Laufanalyse, das ist jetzt was anderes als beim Hintergrundsehen, das ist ja die Radanalyse, da werden die verschiedenen Körperachsen praktisch bei der Bewegung gemessen und wir sehen dann alle Bewegungsmöglichkeiten, sowohl Fuß, Kniegelenk, Hüfte, Rücken, und können darauf auch Schlüsse auf Beschwerden bzw. auch auf Tipps, wie man die beheben kann, zurückschließen. Mithilfe moderner Technik wie zum Beispiel Highspeed-Kameras, einer Videoanalyse-Software oder einer dynamischen Fußdruckmessung wird Ihr Bewegungsapparat verbessert und optimiert. Im Anschluss erhält jeder Kunde ein ausführliches Gutachten mit genauen Änderungsvorschlägen. Es gibt eine Auswertung, sowohl mit den bewegten Bildern auf einer CD als auch ein Ausdruck. Und Änderungen können unterschiedlich sein. Also es kann von Muskelaufbau, Dehnungsarbeiten, aber auch kann auch ein Hilfsmittel wie eine Einlage nötig werden. Das ist ganz unterschiedlich und individuell. Neben dem Laufband steht hier außerdem das Thema Venenmessung im Mittelpunkt. Dieser Test gibt Aufschluss über den Zustand der Adern und ihrer Funktionsfähigkeit. Er nennt sich Venenfunktionstest. Die Venenfunktion wird mit dem Test überprüft über Lichtreflexion. Das heißt, die Gefäße im Körper, die werden angeleuchtet, mal vereinfacht dargestellt und reflektieren und zeigen, ob das Gefäß voll ist oder ob sich nichts in dem Gefäß befindet. In dem Falle müsste dann Blut vorhanden sein, also oder es ist kein Blut vorhanden und das schließt eben wieder auf den Füllzustand der Venen. Ganz typische Beschwerden sind erstmal schwere Beine, im Grunde genommen auch Bluthochdruck, krampfartige Beschwerden, Bewegungseinschränkung auch, also bis hin eben, dass nicht nur das Blut gestaut ist, sondern sich eben auch Flüssigkeiten in den Gelenken befinden, Ödeme, sodass meine ganze Mobilität zunehmend auch eingeschränkt ist. Und venenmäßig besteht eben das große Problem, dass ich richtig krank werden kann, bis hin eben auch, dass meine Versorgung der Haut, meiner Gefäße dadurch nicht gewährleistet ist und ich zum Teil eben auch offene Beine bekommen kann. Überprüfen Sie also am besten selbst, ob Ihr Körper auf einem gesunden Fundament steht. Das Gesundheitscenter Steinke versucht darüber hinaus, mit verschiedenen Angeboten dem demografischen Wandel vorzubeugen. Wir stellen auch fest, dass die Menschen hier immer älter werden und dass auch die Anforderungen gerade an die Gesundheit und an Prävention immer größer werden. So haben wir uns auch als Unternehmen als Ziel gesetzt, dass wir nicht nur für Hilfsmittel da sein wollen, sondern auch, dass wir schon vorzeitig anfangen, um den Menschen auch neue Lebensqualitäten zu geben. Mit einer einfachen und kurzen Bewegungsanalyse sitzen Sie wieder richtig im Sattel. In der Altersgruppe ab 55 Jahren hat nach aktuellen Untersuchungen bereits jeder Fünfte Schwierigkeiten mit dem Lesen von Texten. Mit zunehmendem Alter werden die Probleme dabei natürlich noch größer. Um die Lebensqualität auch im hohen Alter zu bewahren, gibt es mittlerweile verschiedene Hilfsmittel, um das Sehvermögen zu verbessern. Darum steht das Thema Auge auch im Beratungszentrum Halberstadt im Mittelpunkt. Bereits in den 40er Jahren setzen erste Probleme mit der Sehschwäche ein. Es geht um die Themen Sehschärfe, Blendwirkung, Farbkontraste. Dazu gibt es eine ganze Reihe von technischen Hilfsmitteln.
einfache Hilfsmittel, wie zum Beispiel elektronische Lupe oder Lesebildschirm. Aber es gibt auch inzwischen am Markt sehr interessante, innovative Entwicklungen über die neuen Medien, wie zum Beispiel die App-Entwicklung, wo ich mir bestimmte Dinge vorlesen kann. Diese App hat eine ganz grundlegende Funktion, nämlich mit seinem normalen, gängigen Smartphone in der Lage sein, jeden Text sich vorlesen zu lassen zu können, und zwar in der Gestalt, dass ich einfach ein Foto von einem Text mache und das Handy das Foto erkennt, den Text sozusagen identifiziert und dann je nach Sprachpräferenz vorliest. Weit verbreitet ist das Glaukom, auch grüner Star genannt. Dieses System erleichtert vielen Senioren das Erschließen von Texten sowie amtlichen Dokumenten. Ein schönes Beispiel, wie moderne Technik in Bezug auf eine immer älter werdende Bevölkerung zum Einsatz kommt. Es gibt also bereits zahlreiche Hilfen und Möglichkeiten, um einer Sehbehinderung entgegenzuwirken. Wenn Sie Fragen speziell zu diesem oder auch allen anderen Themen aus der Sendung haben, dann wenden Sie sich einfach an Uwe Witzak vom Beratungszentrum Halberstadt. Vielleicht haben Sie ja auch selbst Anregungen, die das Leben im fortgeschrittenen Alter steigern. Aber warten Sie nicht, bis Ihr Körper rostet. Denn Gesundheitsprävention steigert Lebensqualität. Diese Sendung wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung auf Initiative vom Beratungszentrum Halberstadt.